Und es ist wirklich das einzig Vernünftige, dass man die Vielfalt fördert. Denn die Vielfalt hat die Chance, dass einige überleben. Hermann Fürst von Pückler gilt mit seinen Werken als einer der genialsten Parkschöpfer Europas. Helmut Rippe als sein bester Kenner und wissenschaftlicher Biograf. Mit 91 Jahren enthüllte der Cottbusser Parkprofessor jetzt eine Sensation. Den politischen Pückler der Vielfalt mit dem Vorbild der Ordnungen und Gesetze der Natur und dem Resümee eines einzigen Gottes der Schöpfung über allen Göttern. Das von mir gefilmte Gespräch der beiden Parkschöpfer Helmut Rippe und Werner Semmler ist ein intelligentes Vermächtnis. Herr Rippe, wir sitzen in Ihrem Garten hier in Cottbus. Es ist Mai und Sie selbst sind im Herbst Ihres Lebens angelangt, 91 Jahre. Und irgendwann müssen wir ja alle gehen. Was würden Sie der Welt noch sagen wollen? Mein Ideal war es, etwas für die Schönheit und Verschönerung der Welt zu tun. Dafür habe ich mich immer eingesetzt und deswegen bin ich auch glücklich, dass ich einen Garten hier bekommen habe in Cottbus, wo ich mich verwirklichen konnte. Ich erfreue mich jetzt im Alter an den Schönheiten, die ich vor 50, 60 Jahren gepflanzt habe und die nun auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung sind. Und die Schönheit halte ich für das Allerwichtigste und auch Pückler hat das so gemeint. Ja, nun sind Sie ja der älteste noch lebende Sachkenner Pücklers, der älteste Garten- und Landschaftsarchitekt, den es wahrscheinlich auf der Welt noch gibt, mit 91 Jahren immer noch im Beruf drin. Sie haben alles erlebt. Sie kennen die Bäume besser als jeder andere noch Lebende bei uns in Deutschland. Ja? Sie sind der Nestor der deutschen Gartenkunst. Was würden Sie Ihren Kollegen, diesen jungen Landschafts- und Gartenarchitekten, die teilweise alte Gärten in ihren Stehen noch gar nicht erlebt haben, die nur Landesgartenschauen machen, die moderne Stadtparks machen, ja, und die eigentlich nicht vertraut sind mit dem, was so ein alter Park alles will, oder was würden Sie denen sagen? Also ich bin eigentlich nur unzufrieden mit den Landschaftsarchitekten, die auf Gartenschauen, Landes- und Bundesgartenschauen ihre neuesten Kreationen zeigen, weil die sind so simpel, die haben nichts mehr mit ästhetischen Zusammenhängen zu tun, sondern die zeigen nur noch Masse gegen Masse. Das fing in Magdeburg schon an, zur Buga in Magdeburg. Das habe ich immer abgelehnt. Ich bin für die Vielfalt, denn die Vielfalt ist die Notwendigkeit zum Überleben. Und Herr Rippe, wir haben ja hier einen wunderbaren Wein. Die jungen Leute, die haben ja große Aggressionen. Ja, die trinken in der Regel, sagt man, wenn sie jung sind, trinken sie Weißwein, weil der noch aggressiv macht. Wenn man älter wird, dann ist man ein Fan von Rotwein, von Gelassenheit. Ja. Das heißt, was würden Sie sagen, wir müssen mehr Gelassenheit haben für die Vielfalt. Wir dürfen nicht hergehen und unbedingt die eigene Kunst nur durchsetzen wollen, als seinen eigenen Ego, ja, bei den jungen Leuten, die sagen, ich möchte mich verwirklichen mit dem Werk, sondern wir müssen die Bäume verwirklichen. Ja, aber dazu muss ich eine Beziehung haben, die muss wachsen, die muss da sein, die kann ich nicht fordern. Ja. So, beim Militär müssen sie stramm stehen, wenn es der Kommandeur sagt, aber das brauchen wir als Gartengestalter nicht. Wir machen das, wonach uns das Herz steht. Und das soll so bleiben. Die Vielfalt ist das Entscheidende. Ich kann das nur wiederholen. Das heißt, wir machen keine Inflation mit künstlichen Kunstwerken. Das sowieso nicht. Sondern wir machen wir geben dem Baum den Raum, Kunst zu sein, ja? Und Schönheit zu sein. Wir geben dem Baum die Möglichkeit, das zu zeigen, was er wirklich ist. Und ich kenne kaum einen Baum, der nicht schön ist. Ja.
diese Schönheit der Lebewesen, der Bäume, die versuchen wir in dem Kunstwerk zu integrieren. Ja. Das heißt also, die jungen Architekten oder viele jungen Architekten, die wollen natürlich eine Sensation schaffen. Ja? Das heißt, ich habe ja mal gesagt, dass die Kunst eine Inflation hat des Nichtskönnens auch und nur des Schreiens. Ja? Während wir, wenn wir die Bäume sehen, dann sind die einfach Geschöpfe der Natur, die wir einfach in richtige Stellungen bringen. Ja? Ja. So, in welche Stellungen bringen wir die Bäume? Dass sie korrespondieren, dass sie sich gegenseitig steigern. Und da brauchen wir natürlich mehrere Arten. Und wenn wir es schaffen, sie so zu pflanzen, dass sie untereinander Zwiesprache halten, dann haben wir im Grunde genommen das Beste getan, was wir tun können auf unserem Gebiet. Die Bäume sind ja soziale Wesen, die nehmen auch aufeinander Rücksicht, die korrespondieren miteinander. Ja? Jawohl. Mehr noch wie wir Menschen. Ja. Und in dieser Korrespondenz der Bäume entsteht dann ihre Schönheit. Es sind eben auch Lebewesen. Wir Menschen glauben ja nur, wir seien groß. Aber ein Baum ist ja ein viel größeres Lebewesen und wir wissen gar nicht, ob der vielleicht eigentlich uns übergeordnet ist. Wir glauben nur als Mensch, wir seien die Nummer eins. Sie haben ein ganzes Leben lang den Bäumen sozusagen Raum gegeben. Und was ist jetzt Ihr Resümee? Nach 91 Jahren? Ja, also ich bin meinen Vorstellungen, meine Vorstellungen haben sich erfüllt. Sie erfüllen sich täglich mehr. Ich staune, wie viele Leute sich mit meinen Ideen befassen. Und das ist das größte Glück, was mir im Alter passieren kann. Ich wurde verstanden. Darauf trinken wir jetzt einen badischen Spätburgunder vom Blei. Darauf trinken wir einen. Zum Wohl. Zum Wohl. Und hören Sie an, nicht aufzuschaffen. Die Natur schafft ja auch wieder. In Ihrem Garten arbeiten Sie noch täglich, selbst mit dem Krückstock. Sind Sie noch unterwegs, der Ihnen Halt gibt vor den Gebrechlichkeiten des Lebens? Jetzt machen Sie noch mal mit bei der Olympiade der schönen Bäume. Und bei dieser Olympiade der schönen Bäume wollen Sie mehr Vielfalt in die Städte bringen. Warum ist es notwendig, Vielfalt zu bringen? Aus vielerlei Gründen. Einmal, um der ja nicht mehr wegzudiskutierenden Klimaerwärmung rechtzeitig vorzubeugen, indem wir also so viel wie möglich Bäume, die früher hier heimisch waren, und das können uns die Pollenanalysen ja beweisen, trotz aller Naturschutzbedenken, und diese Vielfalt zu fördern, ist wahrscheinlich das Allerwichtigste und Beste, um mit den Klimaveränderungen auch fertig zu werden. Wir haben eine größere Auswahl an Überleben. Aber wie gehen wir denn mit den Bedenkenträgern um, also mit den Menschen, die eine feste Fixierung ihres Bildes haben, die sagen, wir wollen, dass unsere Bäume, die wir lieben, die sollen hier gepflanzt werden und nicht die, die sie und der und jener liebt, ja? Nicht die Vielfalt der Menschen soll wählen, sondern ich allein soll wählen, welche Bäume herkommen. Und deshalb bringen die dann eben ihre Bedenken und diese Bedenken maskieren sie, ja? Die maskieren sie in ihre Ressortiments praktisch, maskieren sie und sagen, ja, das kann man nicht pflanzen, weil es ist ein ja, Exot. Wissen Sie, wenn ich Ihnen gleich darauf antworten kann, die meisten Menschen haben nur Denkschablonen. Die wenigsten entwickeln etwas aus der Materie heraus, und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich also aus der Materie heraus immer tätig sein konnte. Und da gibt es kein Ende. Da fallen dann immer neue Ideen ein. Und es ist wirklich das einzig Vernünftige, dass man die Vielfalt fördert. Denn die Vielfalt hat die Chance, dass einige überleben. Nun sind Sie ja gestern ausgezeichnet worden mit der Linné-Medaille, der Linné-Akademie. Ihr Werk ist gewürdigt worden, nämlich Ihre Bemühen, die Parks in Ostdeutschland, das Erbe Pücklers zu retten.
Und da haben sie dann gestern Abend ja sich bedankt und haben eine neue Theorie oder eine neue Vision aufgebaut, nämlich der Gedanke, Pückler habe im Grunde genommen eine ganz andere Weltsicht gehabt oder eine Weltsicht, die bisher versteckt war, nämlich er habe bereits gedacht in einer Ein-Gott-Vision, nämlich in einer Vereinigung der Religionen, dass praktisch die Natur und die Schöpfung möglicherweise doch nicht mehrere Götter habe, sondern vermutlich nur einen. Ja? Nicht, die Menschen haben nicht 100 Götter, wie früher es war, als es noch Stadtgötter gab und Innungsgötter, sondern sie haben vermutlich nur einen Gott. Und Pückler habe das schon deutlich machen wollen in seinen Symbolen, die er dann in seinem Alterswerk in Branitz verwendet habe. Eine gewagte These, die sie jetzt aufgestellt haben, ja, für die werden sie vielleicht auch noch kritisiert werden und werden sagen, der Gegenteil fantasiert. Was sagen Sie dazu? Im Gegenteil, die ist schon aufgegriffen worden. Und das ist das Erfreuliche. Das ist das Erfreuliche. Man hat die Verbindung noch nicht gesehen. Man hat gesehen, die Embleme sind für den Islam, für das Christentum und für das Judentum ganz deutlich vorhanden. Aber man hat noch nicht kapiert, dass er ja auch die Pyramiden mit einschließt. Ja, er wollte damit sagen, es gibt einen Ich hatte geglaubt, der Mann ist so größenwahnsinnig, dass er sagt, er sieht sich auch als Pharao. Und dieser Gedanke ist bei mir völlig verschwunden, sondern er ordnet diese drei monotheistischen Religionen ein mit dem Urheber. Und das Schöpfer, war dem mit, dem, der, mit dem Schöpfer dieser Idee. Dem Schöpfer der Welt, dem Schöpfer des Individuums. Ja, ganz und zwar ganz mit einem Gott. Mit einem Gott. Und das in einer Zeit, wo sich die drei Religionen bis aufs Messer bekriegen. Ja? Also das ist doch eine Botschaft, die kann man doch gar nicht höher stellen. Und die zu verbreiten, das halte ich es wichtig, dass das die Literaten mithelfen. Also Rippel nimmt Pückler und verbreitet die Botschaft, wir sind eine Welt, wir haben alle ein Gott und das beweisen wir euch alle in der Natur, in den Bäumen. Herr Rippel, wir sitzen in Ihrem Garten in Cottbus. Es ist Mai, die Sonne scheint. Ein Wunder, die Natur ist erwacht, die Jugend sprießt überall raus aus allen Bäumen und wir selbst sind doch schon zwei alte Knaben. Ja. Sie 91 Jahre alt, bald werden Sie 92. Was lässt sich so sagen am Ende eines Gärtnerlebens? Ich habe den richtigen Beruf gewählt. Das ist eigentlich meine größte Genugtuung. Mein Lieblingsklassenlehrer war erschüttert, als er nach dem verlorenen Krieg hörte, was ich werden wollte. Wer hat bei diesen schlimmen Zerstörungen, die Deutschland erlitten hat, geglaubt, dass Deutschland mal wieder hochkommt? Ich habe daran geglaubt, indem ich die Vision hatte, man muss das Schöne fördern. Ja, so, nun sind Sie ja der erfahrenste noch lebende Gartenarchitekt und Landschaftsarchitekt Deutschlands. Keiner, der lebt, hat so viel mit Bäumen, so viel mit historischen Parks, so viel auch mit Pückler zu tun gehabt wie Sie. Und jetzt am Ende Ihres Lebens, was würden Sie da den Garten- und Landschaftsarchitekten sagen? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht aus diesen Parks? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht damit, dass diese Parks, wie wir alle, sterben und auch die Parks irgendwann sterben, wenn auch Bäume sterben? Und wer tritt an ihre Stelle? Und wie tritt wer an wessen Stelle? Ja, ich habe auch das Glück, dass zumindest in Branitz ein Mensch die Geschicke in die Hand genommen hat, der
das richtige Feeling, entschuldige das Fremdwort, aber Deutsch kann man das nicht so gut sagen. Er hat das Feeling für seine Aufgabe. Und ich habe ihm von allem Anfang an gesagt, Herr Wecke, nehmen Sie mich aus, schlachten Sie mich aus, beuten Sie mich aus, Sie können keine bessere Quelle, es gibt keine andere Quelle als die. Und das hat er gemacht. Und das ist eigentlich meine größte Genugtuung. Das Entscheidende in meiner Berufswahl war eben, dass ich einen Beruf suchte, wo ich etwas verwirklichen kann. Ich habe mit Leidenschaft im heimatlichen Sandkasten Bauwerke errichtet, also etwas, was ich sehe. Und das ist in meinem Beruf der Gartengestaltung ja dasselbe. Man sieht ja hinterher etwas, was man gepflanzt hat. Und dass es größtenteils gelungen ist, ist meine große Freude. Dass noch 100.000 Schritte zu tun sind, habe ich gestern im Vortrag erwähnt. Die Kollegen sind nicht bereit, unbedingt meiner Meinung zu folgen, aber es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als dass sie das, was ich ihnen vorgezeichnet habe, doch annehmen, denn ansonsten verschwindet das, was Pückler heißt. Ja, nun, wie würde es verschwinden und was könnte man tun? Also die Bäume gehen ab, dass die Bäume haben ihre Alterszenit erreicht und gehen dann ab, wie wir in unserem Alter, wir alten Knaben sozusagen. Ja, ja. Und also muss ich für Stellvertreter sorgen. Diese Stellvertreter kann ich nur an dieselbe Stelle sitzen, wenn der Alte weg ist, wenn der Alte entsorgt ist, gestorben ist, verbrannt ist. Nicht nur. Ich habe mir ja zur Aufgabe gemacht, ob ich es schaffe, weiß ich nicht, aber es werden andere zu Ende führen. Davon bin ich schon heute sicher. Aber der klassische Konflikt der Denkmalpflege ist doch der, dass ich entweder einen Baum auf dieselbe Stelle setze, wo der Alte war. Ja. Dann muss ich warten, bis der Alte gestorben ist und dann habe ich ein Loch. Jawohl. Oder aber ich pflanze einen Ersatz in einem gewissen Abstand, dann verfälsche ich nach Auffassung der Denkmalpflege das Werk. Ja, und diesen Zahn muss man der Denkmalpflege ziehen, denn ich habe ja versucht, die Stilelemente Pücklers, soweit ich sie erkannt habe, ich habe sie bestimmt nicht alle erkannt, weil das ist eine urlange Aufgabe, aber ich habe zumindest das, was ich erkannt habe, fixiert, fotografisch, grundrissmäßig und damit können wir arbeiten. Ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass man alle Bäume an dieselbe Stelle pflanzen muss. Nur diejenigen, die eben diese Hauptfunktion, diese Führungsfunktion im Park haben. Das heißt also, die Bäume muss man pflanzen, die den Blick geleitet haben, auf die Altäre des Parks. Die Kommandeure sind, die Kommandeure. Sagen wir mal so, ja. So, also die Christbäume rechts und links vom Altar. Jawohl. Die muss ich wieder haben. Aber im Übrigen kann ich durchaus eine Verjüngung machen, um das Werk zu erhalten. Ja, das hat ja leider noch keiner versucht. Das hat auch leider mein Kollege Wecke noch nicht versucht. Aber wenn wir es nun schon angeschrieben haben, ich halte es für möglich, dass man eben mal 10 alte Herren beseitigt. Also und die goldene zwar Axt sozusagen vom Pückler benutzt, der die goldene Axt vom Pückler benutzt. Ja, richtig. Dass man sie genau an dieselben Stellen, dieselben Bäume pflanzt. Denn da hatte er ein System. Ja. Und nur mit dieser Form kann ich das Original erhalten. Dass ich eine Weile die alten Bäume wegnehme, muss ich natürlich an den Stellen beginnen, die nicht so auffallen. Ja. Und die gibt's immer. Und der Pückler ist ja ein so genialer Gestalter gewesen, der hat uns ja alles vorgemacht. Und das versuche ich eben jetzt in meiner letzten Arbeit, die den merkwürdigen Titel der politische Pückler lautet, noch zu fixieren. Gut, wo man ohne Kult, ohne Bildverlust, das ist das Allerentscheidendste, der Bildverlust darf nicht eintreten, wo man ohne Bildverlust nachpflanzen kann. Und das tut man in Muskau nicht, in Branitz wird man es bald machen,
Wir haben im Frühjahr eine wunderbare Holzaktion gehabt. Auf einmal war der Pleasureground wieder zu sehen, es waren die Gebäude zu sehen. Eheleute haben alle gestaunt. Also, es ist mir gelungen, alle diese bisher mir aufgefallenen Stilelemente zu fixieren, bildlich, grundrissmäßig und textlich, auf das man in, zumindest in Branitz darauf aufbauen kann und ein Originalpüppler bleiben kann. Dann haben wir ja zwei Widersacher sozusagen, jeder Gartenphilosophie oder Parkphilosophie, die Denkmalpfleger und die Naturschützer. Die Denkmalpfleger fixieren sich oft darauf, dass sie sagen, es muss alles genauso Stein auf Stein widerstehen, wie es war. Das ist bei einem naturellen Werk, beim Werk der Natur, nicht so, wie wenn man das Freiburger Münster oder den Berliner Dom wieder baut. Da kann man unter Umständen dasselbe Kapitelchen wieder draufsetzen. Der Baum ist ein Lebewesen und der stirbt eben dann ab. Und in dieser Phase ist er entweder dann, wenn er gestorben ist, ganz weg oder ich pflanze einen Ersatz und dann halte ich das Werk. Also da müsste man mehr Flexibilität von den Denkmalschützern verlangen, weil die nicht in Beton und Stein denken dürfen, sondern in Natur. Ja. So, und dann haben wir die Naturschützer und die sagen heimisch, keine Exoten. Das, was wir schon immer hatten, Eichen, Buchen, Eschen, Erlen und so weiter. So, dann haben Sie ja die, mit Herrn Schmidt die Aktion Olympiade der schönen Bäume in die Wege geleitet. Da wollen Sie noch mal richtig ran an den Speck und wollen Deutschland sozusagen noch mal ein bisschen mehr Vielfalt, eine andere Sicht, ja, andere schöne Mädchen, andere schöne Jungs gönnen. Nicht immer dieselben Sachen. Ja? So, und wie sehen Sie denn da die Chancen, ja, dass man da die Bedenken der Naturschützer, die Bedenkenträger überwinden können, die dem Bürgermeister sagen, das haben wir schon immer so gehabt und es macht uns so viel Ärger, wenn da jetzt viele Bürger etwas stiften und dann müssen die alle unterbringen, die Bäume. Mein Gott, diese Schwierigkeiten, die da sind, lass uns doch lieber bei der nächsten Baumschule Straßenbäume kaufen, die in der Masse vorhanden sind, lieferbar sind. Ja, und die mal einsetzen nach unserem Willen, dann haben wir das Ding abgeschlossen. Wie soll man denn die überzeugen? Ja, Herr Selmer, das ist ein anderes Thema, das wir jetzt angegriffen haben. Wir haben bisher gefragt, was kann man tun, damit das pyklische Erbe erhalten bleiben kann. Unsere Pflanzaktion, die hat ja den Sinn, die Vielfalt, die es einst mal gab, vor Jahrmillionen, bevor die großen Eiszeiten begannen, hier in Europa genauso vielfältig waren wie heute in Nordamerika oder in China. Ja. Und das sehen die meisten nicht ein, weil sie Angst vor den Schädlingen haben. Aber die Angst wird nie genommen werden. Wir müssen sie überwinden. Die Weinbauern waren auch mal am Ende, als sie die amerikanischen Weinreben eingeführt haben und damit auch deren Schädlinge. Ja. Heute spricht darüber keiner. Heute haben wir völlig andere Schädlinge. Also man muss tatkräftig seinen Willen versuchen durchzusetzen und dann werden die anderen mundtot gemacht. Also dem Eschensterben folgt immer wieder ein anderes Sterben. Ja, und es kommen immer wieder Schädlinge. Es kommen immer wieder Sterbe. Es geht immer eine Rotation. Die Natur wandert in die Kalt- und in die Warmzonen. Damit wandern auch die Schädlinge. Das heißt, diese Zirkulation haben wir seit die Erde besteht. Seit die Erde besteht. Nur sie gingen langsamer vor sich als heute, weil eben der Austausch viel, viel schneller erfolgt als früher. Ja? Da wir nur eine Erde haben und eine Schöpfung, das scheinen Sie ja nun praktisch in der Religion Pyklers erkannt zu haben. Also Sie sagen ja jetzt der politische Pykler und Sie wollen im Grunde genommen der Welt sagen, der Pykler hat schon vor Hunderten von Jahren erkannt, dass die Welt eins ist, dass die Schöpfung eins ist und dass es nicht hunderte von Religionen gibt, früher Stadtreligionen, Innungsreligionen und die großen Weltreligionen, dass diese Religionen alle nur einen Gott, einen wahren Gott haben, nämlich den Gott der Schöpfer. Sie haben dann erkannt, dass die Symbole, die Pykler in den Parks verwendet hat, der Weltreligionen,
dass diese Symbol, die monotheistischen, muss man betonen, die, ja, die Monotheisten, dass er damit der Welt was sagen wollte, ja, was wollte er der Welt damit sagen, nach Ihrer Meinung? Ich bin noch nicht ganz am Ende meiner Überlegungen, denn es ist mir erst sehr spät aufgefallen, dass der Pückler den drei Weltreligionen symbolmäßig eine Verbeugung, vor ihnen eine Verbeugung macht. Bis ich erkannt habe, dass die Pyramiden ja dazugehören. Ich glaubte erst, er wollte sich als besonders großen Menschen feiern lassen und baut für sich. Er hat sich ja in einer begraben lassen, deswegen Pyramiden. Heute weiß ich es besser. Die Pyramide deutet darauf hin, dass in Ägypten der Monotheismus seinen Ursprung hat. Das heißt, und die Juden haben ja schon lange am Nil gelebt und haben diesen Monotheismus miterlebt und sie haben ihn in die Welt getragen. Und diese drei monotheistischen Religionen, die, wie Sie schon vorher sagten, herausstellen, es gibt nur einen Gott, das ist ja das Modernste, was es überhaupt gibt in unserer ganzen philosophischen Auffassung. Und deswegen finde ich es ganz großartig, dass er also diese Genealogie Pharao Echnaton führt den Monotheismus ein. Die Juden sehen das, erleben das, führen es bei ihnen ein. Das Christentum baut auf dem Judentum auf, in einer Form, die man heute gar nicht mehr anerkennen will. Aber es ist eine solche Verquickung, die ist sagenhaft. Und der Islam baut ebenfalls auf Abraham als den Urenkel auf, ja? Als den Urvater, so, als den Urvater auf. Und diese drei Religionen, die stehen nun im Krieg heute. Und das ist doch das Dümmste, was man machen kann. Man muss doch endlich mal wieder auf die Einheit zurückkommen. Das heißt doch, die Einheit ist, wir haben einen Gott. Wir haben einen Gott, ja. Wir haben einen Gott der Schöpfung. Ja. Und der repräsentiert sich im Individualen aller Religionen. Ja. Aber es bleibt ein Gott. Dann, Herr Rippel, ist ja geradezu die Pyramide in Cottbus eine Art Provokation gewesen, ja, eine Provokation, ja, für die Vielfalt, dann ist die Pyramide in Cottbus ja sozusagen negativ in Anführungszeichen gesetzt, der Neger, der nach Cottbus verpflanzt wurde. Na gut, lassen wir den Begriff. Die Ägypter sind ja eine ganz eigene Rasse. Ja, aber er wollte ja, die Pyramiden waren ja eine Provokation. Die Pyramiden, nein, das darf man auch nicht so sehen. Er hat ja auf seinen Orientreisen hunderte Pyramiden gesehen. Meistens kleinere, nicht nur die von Gizeh, er hat auch die weiter südlich im Sudan und er hat die im Vorderen Orient gesehen, die viel kleiner waren. Also die Pyramide ist nicht etwas Besonderes. Aber die Pyramide in Branitz deutet auf Ägypten hin, denn das ist der Ursprungsland. Aber sie ist ja ein Appell, schaut auch die Vielfalt. Ich bringe was von dort nach hier, ja, um euch zu zeigen, dass das eine Form ist, die es bei uns zwar nicht gibt, die es dort bei den Pharaonen aber schon gab. Und schau mal, das ist auch Vielfalt. Und das wollte er doch wohl sagen. Ja? Vielfalt. In der Einheit, muss man heute sogar sagen. Ja. Und dass man das erkennt, ja, und dass man endlich diesen unseligen Streit beendet und sagt, wir gehören ja zusammen. Wir haben ja einen Urvater. Ja? Ja. Das ist für mich eine ganz geniale und sehr vorsichtig von ihm ausgeführte Meinung. Aber vergessen wir nicht die andere. Warum habe ich den Titel politischen Pückler gewählt? Weil ich davon überzeugt bin, dass Pückler in Branitz sein politisches Manifest verankert hat. So wie er die Bäume pflanzte, so stellte er sich eine Gesellschaft vor,
die dauerhaft funktionieren kann, weil sie den richtigen Nachwuchs fördert, weil sie die besten Leute an die notwendigen Kommandostellen beordert. Das ist alles im Pücklersparken abzulesen. Also im Grunde genommen eine Weltordnung, die immer funktioniert. Ich hatte erst geglaubt, es wäre nur die konstitutionelle Monarchie, die er natürlich im Hinterkopf hatte. Ja? Aber sein System passt für alle Weltordnungen. Das ist die neueste Erkenntnis. Und das macht mich im Grunde genommen glücklich, dass der Pückler dermaßen im Ansehen gehoben werden kann. Das heißt, er hat die Ordnung der Natur auch als ideale Weltordnung, jawohl, vorgegeben. Jawohl. Und er hat die Vielfalt der Schöpfung als Leitlinie vorgegeben, dass wir im Grunde genommen alle einen Gott haben. Und dass wir uns nicht bekriegen sollen, sondern dass wir uns in dieser Vielfalt ergänzen sollen. Das ist richtig. Dass Sie das erkannt haben, das ist Ribbel, das ist nicht ein Schnaps, sondern ein Schluck Rotwein wird. Ja? Zum Wohl! Und Herr Ribbel, es ist ja so, die meisten Menschen machen dieselben Fehler immer wieder. Die können sich gar nicht ändern. Die gehen jedes Thema emotional an und nicht rational. Und deshalb kommen sie zu falschen Ergebnissen. Wenn Sie so auf Ihr Leben zurückblicken, haben Sie auch falsche Entscheidungen getroffen? Sicher. Aber Sie wissen ja selber, die unterschlägt man dann, ja? Und aber heute jetzt mit 91 Jahren, was war denn falsch? Auf Ihrer Allee der Steine würden Sie die ein bisschen breiter bauen jetzt? Ein bisschen Nein. größer, großzügiger? Nein. Bleiben Sie bei Ihrer Ding, die bleibt so. Ja. Wird sie nochmal so bauen? Ja, die würde ich. Die kann ich gar nicht anders bauen. Die war aus der Zeit entstanden. Aber ich bin traurig, dass eben außer der Allee der Steine während der 10 Jahre nichts weiter passiert ist, was zeigt, hier in der Lausitz hat es mal schlimm ausgesehen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich hatte den Vorschlag gemacht, die Hänge. Die Böschungen der Hänge, die man von den Seen aus sieht, mit figurativen Figuren auszustrücken. Die primitivste Figur ist das Schachbrett, indem ich also Kiefern oder Eichen oder Ahorn in Quadrate setze. Das ist sowas Verrücktes. Das macht kein Förster, aber die 100 Jahre lang merken die Menschen, die da hinkommen, und die Seen werden so erschlossen, dass sie mit dem Schiff von Hoyerswerda bis nach Senftenberg und weiterfahren können, dass sie sagen, ach, das war das ehemalige Bergbaugebiet. Und was machen wir? Und wurde von der Uni propagiert. Wir bauen lausitzgerecht. Wir pflanzen lausitzgerecht. Aber Herr Ribbel, das ist auch so, dass die Menschen sind doch gewohnt, inzwischen in Rasterkopien zu denken. Alles ist gerastert, alles ist in der McDonald-Packung. Das ist ja nur, damit es jeder versteht. Ich habe gesagt, ein figuratives Pflanzen. Da gibt es hunderte Formen. Und in meinem Nachlass ist das alles drin enthalten und der Nachlass geht zum Brandenburgischen Landeshauptarchiv. Da ist es also Gott sei Dank gesichert und nicht bei den Akten, die Pückler dort als auch hat. Ja. Also da gehört es dann hin. Ja. So, wenn wir jetzt auf die ganzen Denkmalschützer und Naturschützer zurückblicken, die jetzt sozusagen eines Tages ihr Erbe verwaltet werden, ja? die unsere Nachfolger sein werden, in der Landschaftsgestaltung, in der Parkgestaltung, was müsste man denen sagen, wenn die heute so scharf sind, sich selber zu verwirklichen mit ihren Bauwerken, mit ihren Stadtgärten, mit ihren Landesgartenschauen? Was würde man denen denn sagen wollen, wenn man sie erinnert, denkt auch mal an Pückler, denkt an seine Weltordnung, denkt an seine Vereinigung der Religionen und baut nicht nur eine Betonmauer, wo es irgendwo rausspritzt oder irgendeine Sensation ist. Was würden wir denn sagen? Ja, das ist zweierlei. Die Bundesgartenschauen haben ja den Auftrag, nicht nur das Stadtimage zu heben,
sondern auch neue Ideen zu zeigen. Was Pückel gemacht hat, ist ja ein orbitales, möchte ich heute schon sagen, Problem. Das können wir wirklich, glaube ich, ohne rot zu werden, so nennen. Und deswegen unterscheidet sich Branes von Muska auch generell. Und ich bin heute fast der Meinung, seine Afrika-Reise war notwendig, damit er den geistigen Ballast von Muska los wird. Dass er die Enge überwindet. Und dass er zu diesem großen globalen Denken kam. Das ist meine heutige Überzeugung. Er ist immer, wenn er Schwierigkeiten kriegte, ist er immer ausgerissen. Ja? Und wohin ist er ausgerissen? In die Landschaft. Die Landschaft hat ihn seelisch geheilt. Das heißt also praktisch, Natur ist eine antidepressive Behandlung. Eindeutig. Und deswegen ist die Schönheit so wichtig. Das heißt, wir müssen der Medizin verordnen, dass die Patienten öfters in die Natur schicken. Die Ärzte müssen die Menschen in die Natur schicken. Jawohl. Sie müssen sie nach Branes in den Park. Und ihnen sehen lernen. Lehren. Vorstellungskraft zu entwickeln. Ja, Vorstellung. Die meisten Menschen haben ja wenig Vorstellungskraft, müssen alles in einer Rasterpackung fertig bekommen. Deshalb haben wir nur noch Kopien, aber keine Vorstellungskraft mehr in dieser Weise. Ja, das ist leider vielfach verloren gegangen. Nun sagen Sie ja, dass das Alterswerk Pücklers, also da, wo er gereift war, wo er mehr Einsicht hatte, mehr Weite, wo er die Enge, die Kleinkariertheit überwunden hatte, dass er dann in seinem Alterswerk in Babelsberg genialer war? Nein, in Branes. Eindeutig. Wie kommen Sie zu dieser Auffassung? Ja, das sind doch die zwei Stränge, die ich versucht habe schon darzustellen. Der eine Strang ist, dass die monotheistischen Religionen eine einheitliche Wurzel haben. Und das zweite ist, dass er in der Art, wie er Bäume pflanzte, eine Gesellschaftsordnung propagiert, die auf Dauer angelegt ist, weil es die Besten fördert. Und die Schaltstellen mit den Besten, die Besten sind die auffallenden Bäume, um verständlich zu bleiben. So, aber die Besten sind die auffallenden Bäume und wo bleiben dann die anderen auf der Strecke, die Unterprivilegierten in seinem Konzept? Jetzt muss ich Sie aber korrigieren. Alle Bäume, auch die im Wald stehen, müssen so gepflegt werden, dass wenn ein Hurrikan kommt und viele ausfallen, die stehen gebliebenen noch wunderbare Einzelexemplare und das verwirklichen, was er ja wollte, die Freiheit des Individuums, dass er sich frei entfalten konnte. Mensch wie Baum soll sich frei entfalten können. Herr Rippel, das würde doch bedeuten, dass den Bedenkenträgern einer Stadt gesagt werden müsste, ihr solltet nicht euren Bürgern vorschreiben, welche Bäume sie sehen sollen, welche Bäume sie gut finden sollen, sondern dass die Individuen, die verschiedenen Individuen, jeder irgendwelche Bäume auswählt und dass dadurch ein Vielfaltsbild entsteht, in dem viele... Das ist genauso notwendig, natürlich, in Anbetracht des Klimawandels vor allen Dingen. Also keine Verordnung von Schönheit, nach dem Bilde eines Bedenkenträgers, sondern die Schönheit entwickelt sich aus der Vielfalt aller Menschen. Eindeutig. So, nun, Herr Rippel, wenn Sie jetzt Ihrer Familie, Ihren Menschen noch was sagen würden, wenn Sie morgen sterben würden, was würden Sie heute noch der Welt sagen wollen? Ich habe meinen Grabspruch schon in Auftrag gegeben. Das ist lustig, was? Ja, und wie lautet der? Und der lautet: Es war schön auf dieser einzigen Erde. Ich glaube nur an eine Erde. Und wie es weitergeht, wissen nur die Sterne. Das entspricht doch der heutigen Weltanschauung. Finden Sie nicht? Ja. Wenn wir jetzt ein Resümee ziehen, ein Resümee Ihres Lebens, ein Resümee des Gesprächs, dann ist doch wohl die Botschaft, mehr Vielfalt, mehr Toleranz. Toleranz für andere Schönheiten, Toleranz für andere Geschöpfe der Natur, Toleranz für andere Menschen. Und in diesem Sinne ist Vielfalt Farbe. Unbedingt.
Ja, kann ich Ihnen nur zustimmen. Also appellieren wir an die Welt, für die Vielfalt einzutreten. Ja. Die Vielfalt ist das Wichtigste zum Überleben. Und das ist der Grundsatz der Natur. Die Natur ist ja deswegen nur, hat sie alle diese Katastrophen überstanden, weil sie eben die Vielfalt schon in sich im Erbmaterial drin hat. Und das hat unsere Wissenschaft uns gelehrt. Und das ist allgemein Wissen, was Gültigkeit hat. Und das ist auch wichtig, nicht zu vergessen. Dann, lieber Herr Rippel, trinken wir jetzt gestoßen an auf die Vielfalt und auf die Schönheit, auch in einer Welt jenseits bei den Sternen. Zum Wohl. Denn da herrscht sie auch.